Wenn ein jüngerer Mann, etwa von 23 Jahren, an einer verlassenen Straßenecke am Boden liegt, stöhnend, weil er mit einem tödlichen Gas ringt, das eine Fliegerbombe in der Stadt verbreitet hat, er keucht, die Augen sind aus den Höhlen getreten, im Munde verspürt er einen widerwärtigen Geschmack und in seinen Lungen sticht es. Es ist, wie wenn er unter Wasser atmen sollte. Dann wird dieser junge Mensch mit einem verzweifelten Blick an den Häusern hinauf, zum Himmel empor, fragen: Warum? Weil, junger Mann, zum Beispiel in einem Buchladen einmal eine sanftgrüne Lampe gebrannt hat. Sie bestrahlte, junger Mann, lauter Kriegsbücher, die man dort ausgestellt hatte. Sie waren vom ersten Gehilfen fein um die sanft brennende Lampe herum drapiert worden. Und die Buchhandlung hatte für dieses ebenso geschmackvolle wie patriotische Schaufenster den ersten Preis bekommen. Weil, junger Mann, deine Eltern und deine Großeltern auch nicht den leisesten Versuch gemacht haben, aus diesem Kriegsdreck und aus dem Nationalwahn herauszukommen. Sie hatten sich damit begnügt, bitte stirb noch nicht, ich möchte dir das noch schnell erklären, zu helfen ist dir ohnehin nicht mehr. Sie hatten sich damit begnügt, bestenfalls einen allgemeinen, gemäßigten Protest gegen den Krieg loszulassen, niemals aber gegen den ihr sogenanntes Vaterland geführt hat, gerade führt, führen wird. Man hatte sie auf der Schule und in der Kirche und, was noch wichtiger war, in den Kinos, auf den Universitäten und durch die Presse national vergiftet. So vergiftet, wie du heute liegst, hoffnungslos. Sie sahen nichts mehr. Sie glaubten ehrlich an diese stumpfsinnige Religion der Vaterländer und sie wussten entweder gar nicht, wie ihr eigenes Land aufrüstete, geheim oder offen, je nach den Umständen, oder aber sie wussten es und dann fanden sie es sehr schön. Sehr schön fanden sie das. Deswegen liegst du, junger Mann. Was röchelst du da? Mutter? Nicht doch. Deine Mutter war erst Weib und dann Mutter. Und weil sie Weib war, liebte sie den Krieger und den schlanken, ranken Leutnant. Jetzt schrei nicht so laut, das war so. Und weil sie ihn liebte, hasste sie alle die, die ihr die Freude an der Lust verderben wollten. Und weil sie das liebte und weil es keinen öffentlichen Erfolg ohne Frauen gibt, so beeilten sich die liberalen Zeitungsleute, die viel zu feige waren, auch nur ihren Portier zu ohrfeigen, so beeilten sie sich, sage ich dir, den Krieg zu lobpreisen, halb zu verteidigen und jenen den Mund und die Druckerschwärze zu verbieten, die den Krieg einen ehrendes Gemetzel nennen wollten. Und weil deine Mutter den Krieg liebte, von dem sie nur die Fahnen kannte, so fand sich eine ganze Industrie, ihr gefällig zu sein. Und viele Buchmacher waren auch dabei. Nein, 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 nicht die von der Rennbahn, nein, die von der Literatur. Und Verleger verlegten das und Buchhändler verkauften das. Und einer hatte eben diese sanft brennende Lampe aufgebaut. Sein Schaufenster war so hübsch dekoriert. Da standen die Bücher, die das Lob des Tötens verkünden, die Hymne des Mordes, die Psalmen der Gasgranaten. Deshalb, junger Mann, ehe du die letzte Zuckung tust, junger Mann, man hat ja noch niemals versucht, den Krieg ernsthaft zu bekämpfen. Man hat ja noch niemals alle Schulen und alle Kirchen, alle Kinos und alle Zeitungen für die Propaganda des Krieges gesperrt. Man weiß also gar nicht, wie eine Generation aussähe, die in der Luft eines gesunden und kampfesfreudigen, aber kriegablehnenden Pazifismus aufgewachsen ist. Das weiß man nicht. Man kennt nur staatlich verhetzte Jugend. Du bist ihre Frucht. Du bist einer von ihnen, so wie dein fliegender Mörder einer von ihnen gewesen ist.
Darf ich dir deinen Kopf weicher betten? Oh, du bist schon tot. Nur dann ruhe in Frieden. Es ist der einzige, den sie dir gelassen haben.